Abgesplitterte Lackstellen sind ärgerlich und können auch zur Rostquelle werden. Deshalb nicht warten, sondern schnell ausbessern. Kleinere Lackschäden können auch selbst ausgebessert werden. Zuerst wird die defekte Lackstelle leicht angeschliffen. Eventueller Rost am Blech muss großzügig entfernt werden. Im nächsten Arbeitsschritt wird etwas Polyester-Spachtelmasse aufgetragen. Ist die Spachtelmasse durchgehend ausgehärtet, kann mit feinem Schleifpapier die Stelle glatt geschliffen werden. Das Schleifen muss trocken erfolgen, denn Polyester-Spachtel ist hydrostatisch und saugt das Wasser an. Dies ist für die anschließende Lackierung sehr ungünstig, da der Lack an dieser Stelle nicht mit dem Untergrund bindet und Blasen bildet. Nach dem feinen Abschleifen der Stelle ist die Basis für die Lackierung geschaffen. Die Stelle kann entweder mit einem kleinen Pinsel oder auch mit einer kleinen Airbrush ausgebessert werden. In kalten Räumen ist es ratsam, mit einem handwarmen Föhn vorzuwärmen. Der Auftrag mit der Airbrush ist fein und erzeugt einen guten Verlauf. Für die Airbrush muss der 2K-Lack etwas verdünnt werden. Am besten wird die richtige Verdünnung erst einmal an einem anderen Testblech ausprobiert. Zu dicker Lack verstopft die Düse, zu dünnflüssiger Lack läuft sehr schnell und deckt nicht ausreichend ab. Der Lack wird mit weichen, sanften Bewegungen aufgetragen. Die Distanz zur Oberfläche beträgt etwa 10 bis 15 cm. Dies ist aber abhängig von der Größe der Düse. Nach dem Trocknen wird auch hier der Lack nochmals mit einem sehr feinen Schleifschwamm nass abgeschliffen.